Hey ho Leute, hier ist wieder ein Gassi aus dem Schnitt und ich wollte einfach mal sagen, vielen lieben Dank für euer Feedback beim ersten Video. Es hat mich echt überrascht, wie viel Feedback da ist und vielen lieben Dank und ich hoffe, ihr habt weiterhin sehr viel Spaß an dem Projekt. Ich habe mir jetzt mal ein paar Tage Zeit genommen, um den zweiten Part rauszubringen, habe auch eine Abstimmung auf Twitter gemacht und ja, ich glaube, heute ist das ganz gut, dass der Part kommt und... Gegangen. Seht ihr meinen Namen jetzt? Hi, hi. Ich sehe den Namen. Hi. Ich. Oh, da, ich sehe dich. Was für ein Skin habe ich? Ich habe mein Paint mit dabei, das Skin sogar noch, Alter. mit meinem Paint-Shirt. Ich habe meinen Standard-Skin. Achtung, Lava, ich konnte schubsen. Ich soll hier aufpassen. Das ist alles weg. Das wäre witzig. Ich wollte mich gerade mit Eisen hochstecken, ja, ja. Ja, ja. Ja, rich as fuck. Flup. Ist das so, so Erdhaufen nach oben, das kann ja jeder. Ja. Menschen mit Eisen, oh Gott. Hui, ist die, what the fuck ist hier viel Zeug? Ja. Wo ist Skelett, ich höre Skelett, wo ist Skelett? Auf der anderen Seite von der Wand, da. Skelett. Das sah schon gut aus. Kein Problem. Kein Ding für einen King. Junge. Oh, das sind Diamanten. Yeah. Das ist ein Creeper daneben. Oh, das Gold. Wir werden uns auch bald einen Verzauberungstisch machen. Ja, als ob wir hier Varo spielen. Gleich in der ersten Folge. Wir spielen Varo. Wir sind drei Teams ausgelöscht. Und diesen Tremi, den snipe mir als nächstes. Finde ich gut. Wir haben seine Koordinaten. Vielleicht. Wissen wir nicht. Schreib's denn gleich mal an. Tremi, 1v1. Also Leute. Nächste Folge, ich habe gerade Tremis Videos 5 Stunden lang geschaut, damit wir seine... Oh fuck, ich muss die Chatnachricht noch irgendwie löschen. Okay, sie ist weg. Okay, dann nochmal aufgenommen. Cut, nochmal cut. Cut. Krass. Richtig krass, 5 Stunden lang gerade gegoogelt für Tremis Koordinaten und seine Videos geschaut und alles analysiert und was weiß ich. Nächste Folge snipen wir den. Ja, okay. Oh, Monster Hunter, endlich. Ja, mir fällt aber gerade auf, dass ich doof war. Warum? Weil ich gar nicht den Cooldown beachtet habe. Oh, das sind Diamanten. Ja, ich auch nicht. Sind das meine Diamanten? Nein, Spaß. Bestimmt. Die sind so direkt am Anfang in so einer Höhle. Ich glaube, wir reden von denselben Diamanten, zumindest. Das ist das Redstone nebendran und Wasser. Ja, ja. Die hole ich mir gleich. Okay. Okay, ja, ich glaube, wir reden alle von denselben Diamanten. Ja. Aber Diamanten! Irgendwem hat's geklingelt. Es war mir tut mir leid. Ich bin gerade bei den Diamanten, soll ich sie nehmen? Ja, nimm sie. Nimm einfach mal. Okay. Solange sie nicht verbrennen lässt, ist alles gut. Zu spät ist alles verbrannt. Oh, schade. Oh. Sind da nochmal Diamanten? Ich hab nochmal Diamanten gefunden. Alter, ich bin Diamanten-Main. Wir sollten nicht zu tief rein. Wir sollten vielleicht lieber hochgehen und unsere Sachen sichern, bevor wir jetzt alle sterben. Nein, nein. Ich schub's jetzt einfach mal kurz. Nein. Ich hab keine Blöcke mehr. Ja, ja. Ich hab 6 Diamanten dabei. Nee, verreck nicht. Ohne Blöcke keine Diamanten, ne? Dumm gelaufen. Keine Blöcke mehr. Gib mir die Diamanten. Und dann stirbst du. Ich hab noch 2 Andesit. Soll ich dir Eisen geben, damit kannst du bauen? Damit könnte ich auch bauen. Oder mit Kohleblöcken. So, ich hab dir jetzt euch hingelegt. 1 Diamant. Falls du noch brauchst. 2 Diamant. Ich hab Angst, dass da runter Lava ist. Aber bestimmt ist da Lava drunter. Nee, 3 Diamanten. Oh. Ja. Aneinander vorbeigehen ist ja gar nicht mehr so einfach. Ja. Stimmt, man schubst sich ja jetzt. Ja. Oh, ich spring gerade über die Lava. YOLO. Sagt er mit 3 Diamanten im Inventar. Okay, was machen wir hier? Ich glaube, wir sind fertig. Wir sind weiter. Ja, lass hochgehen. Nein, warte, ich glaube, die Höhle ging noch in die andere. Wir müssen die Items sichern. Ja, nein. Oh, Quatsch, YOLO. Das ist noch Eisen. Ja, guck mal, die Höhle geht in die Richtung noch weiter. Ich brauche immer noch Holz für Fackeln. Ich weiß, welches bekommen hier. Oh, ich glaube, Tegassi, da oben waren wir schon mal. Da oben leuchtet es auf alle Fälle. Ich glaube, das ist eine Fackel von dir. Ich hoffe doch, dass wir irgendwann mal irgendwo an ein Ende ankommen. Das war doch das Loch, was du, glaube ich, gesagt hast, wo es 20 Meter runter ging, oder? Ja. Ja, ja, da waren wir oben. Ja, ja. Hm? Okay, ich gehe zu euch. Ja, ich glaube, wir haben alles. Okay. Wir sollten auf jeden Fall nochmal runtergehen, sobald wir alles abgelagert haben. Ja, und Kohle vor allem noch mitnehmen hier. Siehst du, wo es nochmal zurückgeht? Ja, ja. Okay. Aber nach jetzt oben. Ist ja nicht die Kohle noch mitnehmen. Im allerschlimmsten Fall nehmen wir den Gang, der einfach gerade nach oben geht. Ja, wir haben. Ja. Also, ich habe zwar keine Blöcke, aber ihr habt bestimmt Blöcke.
Doch, ich hab genug. Ich hab hier 64, 6, ja. Ich kann mich mit Eisen hochstecken. Ich auch. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Das Redstone noch, aber das ist dumm über der Lava. Weil ich glaube, hier oben müsste es rausgehen. Oh. Aber es ist noch Kohle. Sehr gut, guck mal, wir sind das Kohlekommando. Perfekt. Ich hab hier 2,5, 6 Kohle. Oh, hier sind Dias, aber ich komme nicht dran. Ja. Oh nein. Die Gassi, wo sind Dias? Ich komme, ich komme. Achtung. Oh mein Gott, das ist nicht so möglich. Bau dich zu denen. Oh, ich sehe euren Namen. Ich versuche zu euch zu kommen. Ich sehe euch. Ich sehe sie nicht. Ach, da. War das nur einer? Ist der verbrannt auch? Nee. Es war nur ein Dia, weil die Lava das wahrscheinlich kacke gespawnt hat. Oh nein. Vielleicht ist es irgendwie unter der Lava oder so. Naja, da kommen wir jetzt immer hin, da ist Obsidian jetzt. Aha. Unter der Lava ist es erstmal. Wir könnten uns direkt eine Diamantspitzhacke machen und Obsidian mitnehmen, wenn wir schon so tief sind. Ja, mach mal. Weiß ich, ich geh mal hoch. Ja, lass hochgehen. Ich hab drei. Ja, lass mal hochgehen einfach. Wo geht's hier lang? Hier waren wir noch nicht. Wo? Hier gefällt's mir. Dann gehen wir da lang. Kommst du mit? Hi. Ich komme. Eisen! Da hinten ist auch noch Redstone und der Lava. Ja, das habe ich gesehen, aber das habe ich gedacht, nö. Nö. Ja. Hier ist Kohle. Ich habe jetzt haufenweise Redstone. Okay. Wollen wir irgendwann irgendwas Cooles mit Redstone machen? Der hat noch ein bisschen. Wir bauen einfach eine Falle an den Koordinaten von... Von Tremi? Ja, Lava-Falle. Und so töten wir ihn, genau. Naja. Ja. Perfekt. Ich hab Cute gesagt, danke. Ich hab da gerade einen Cobblestone platziert und das... Oh, das ist ein Skelett. Was ist das für ein Skelett? YOLO-Skelett! Ja. Okay. Ja, gib mir. Hab einen Bogen bekommen vom Skelett. Ja, mach du mal. Wir müssten reden. Der Arzt hat gesagt, wir haben eine Geschlechtskrankheit. Oh, geil. Das war nicht gut. Okay. Geil. ich glaube, hier geht's hoch, oder? Also ich bin draußen. Rein. Echt? Ah, ja, ich hab grad keine Ahnung. Ich glaube hier, oder? Hier. Ah ja, okay, perfekt. Ja. Ich denke sicher. Dann können wir erstmal auf unseren Berg gehen und chillen. Ja. Ja, wir bräuchten Nahrung. Wir haben jetzt eigentlich alles außer Nahrung. Sag bitte, dass die kompletten Kartoffeln noch nicht gebrannt sind, weil sonst habe ich gerade alle Kartoffeln verbrannt. Doch, hier sind 42 Kartoffeln. Sind alle verbrannt? Ja, die sind alle schwarz, die sind verbrannt. Nein! So. Wir haben keine Kartoffeln mehr. Okay. Wie kriegen wir schon irgendwie hin? Wollen wir jetzt das ganze Zeug einfach mal mitnehmen? Ja, also ich nehme mal alles mit, was ich stacken kann. Ja, mache ich dann auch. Ich habe jetzt hier Kohle wieder. Okay, noch mal Kohle. Mein Inventar ist voll. Ups. Okay. Die Öfen und so müssen wir auch noch mitnehmen. Ja. Bau die einfach mal. Nehmen du beide? Ich nehme Ich kann keine mehr mitnehmen. Ich meine, okay, dann nehme ich die alle. Okay. Warte, ich habe jetzt einen Ofen, ich gebe dir mal den zweiten. Ja, danke. Auch. Okay, perfekt. So, bau uns raus. Lass mal nochmal kurz zum Dorf vorbeigehen und schauen, ob ich vielleicht nicht alle Kartoffeln mitgenommen habe. Hast du eh. Aber wir können auch erstmal das Weizen wieder ernten. Stimmt. Ich guck mal nach hinten, ob ich noch Kartoffeln stehen habe lassen. Sind hier noch vielleicht Kartoffeln? Ja, hier sind noch Kartoffeln. Ah, oh, Dicker. Perfekt. Nimm einfach eine mit. Ich nehm zwei, drei, vier. Du machst doch eh gleich wieder kaputt. Oh, da ist ein Zombie-Villager. Ich wollte gerade sagen, die müssen wir heilen, weil ich noch so in Mesa fixiert bin. Ja. Weil, ja. Oh, in Mesa. Was könnten wir hier aber doch auch machen? Oh, ich hatte Alter. Mesa voll die krasse Villager-Farm. Oh mein Gott. Wow. Das war richtig cool. Alter, Mesa war, oh. Ja, Mesa war cool. Das war cool. Ich habe Mesa so viel gebaut, oh mein Gott. Und hier war noch ein ganz. Ich hatte bei Mesa auf jeden Fall Spaß, jedes Mal, wenn ich gestorben bin. Und dann konnte man fliegen. Das war lustig. So, wollen wir jetzt auf den Berg? Wo ist denn der Berg hin? Da ist der Berg. Habt ihr noch gebratene Kartoffeln? Stimmt. Oh, in Mesa habe ich auch im Berg gewohnt. Ja, in Mesa gab es auch nur Berge. Ja, nee, also wir hatten halt so ein Tal mit so einem, mit so einem See. Warst du eigentlich mal in unserem Gebiet? Einer von euch beiden? Nein, nicht. Die Gasse hatten unsere eigene Stadt. Ja. Ja, wir hatten auch unsere eigene Stadt. So. Wir waren nicht also bei halt euch. Mit Lesaro und Kati und. Ja, nee, wir waren woanders. Ganzen Lauch-TS-Leuten hatten wir unsere eigene Stadt. Ich habe noch die ganzen Videos auf YouTube, die ganzen, wo ich alles gezeigt habe, was ich hier so gebaut habe. Nein, ich dachte, er wäre tot. Oh. Ich habe dich runtergeboxt mit dem AOE-Angriff. Das wäre witzig gewesen, wenn er gestanden wäre, Fall to Death bei Reini oder so.
Kampf gegen ein Skelett. Oh. Wie schaffst du's? Wird er der neue PvP-XX Skelett-Killer XX? Das tut. Okay, sehr gut. Check your recipe book. Okay. Woo, Schafe. Ich tu mal ganz ins Zeug holen, dann können wir uns vielleicht Betten machen. Ja, ja. Tu mal Zeug holen. Ja, das Zeug, was an den Schafen wächst. Was wächst an den Schafen? Wolle. Fleisch, habe ich gehört. Warte, ich schlag's einfach mal mit dem Schwert. Oh, das ist gewachsen wieder. Ja, ja, ja. Woo. Okay. Hast du jetzt genug? Nein, nicht töten. Die Schafe. Also das ist eine Schere, perfekt. Ja. Yeah. Ich habe ja eine Schere schnell gemacht, damit ich die Schafe. Stirb, Zombie. Stirb. Stirb. Aber das, die, ein Schaf muss nochmal was essen. Also das nochmal neue Wolle. Haben wir eine Hoe? Hat jemand eine Hoe? Nö. Obwohl, ich habe schon genug Wolle. Pff. Seid ihr dumm? Hast du einen Waschereimer? Nee, ich habe gar keinen Eimer. Guck mal hier. Ein schwarzes Bett. Oh, ja. Ein weißes Bett und noch ein weißes Bett. Warum kein braunes? Kein graues? Ich will ein blaues. Ich will ein rotes Bett. Du kannst es färben? Sweet Dreams. Sweet Dreams are made of. Sorry. Haben wir jetzt geschlafen? Nein. Ich glaube, ja, es ist einfach Tag raus, geworden. Oder? Ach so, ja. Oh. Weil Remi hat nicht geschlafen, deshalb war ich ein bisschen verwirrt. Ich glaube, es ist einfach Tag geworden. Mhm. So. Das neue Crafting. Ist ja interessant. Ich mach uns mal einen Eimer und hol Wasser. Also, ich mach mal zwei ja. Eimer. Und hol Wasser von uns. Und ich pflanze mal unsere Karotten gleich an. Es ist auf jeden Fall einfacher. Ja, vor allem für Leute, also vor allem zum ja, Speedcraft und so können. Ja. Und für ja, Leute, und die keine Ahnung von Minecraft haben, ja, ist es. Ja, für Anfänger ist es halt praktisch. Tegassi, wollen wir einfach hier unten so ein Feld? Ja, ich hab gedacht, wir machen einfach hier ein Feld, wo ich gerade. Guck mal hier unten. Da ist direkt eine Wasserquelle und so. Das könnte man voll gut hier in den Berg so einentwickeln. Ja, aber erstmal einfach hier. Okay, erstmal ein funktionelles wohnen, Feld. Ja. Aber hier ist halt Dings. Schnee. Da müssen wir eine Fackel daneben platzieren. Ja, das kann ich. Ja, oder also, du machst ein Ding drauf. Einen Block, meinst du? Ja. In das Slab oder so, ja. Warte, ich mach den Block mal ganz schnell zu. Na, guck mal, wir sind ja schon so oft drüber gelaufen, dass hier ein Weg draus geworden ist. Ich baue den mal ab, damit du das auch hauen kannst. Ja, da habe ich erst einen Erdblock hingesetzt. Dadurch ist er schneller. Ah, ich stecke fest. Warte, wie viele? Ich will 3, 4, ja. Passt genau noch. Ich hole mir die Kartoffeln von oben. So, Karotten wollte ich anpflanzen. Ich will Kartoffeln anpflanzen. Snipe, snipe, snipe. Wollen wir den Zaun drumherum ziehen? Hä, nein, das sieht irgendwie hässlich aus. Ach, ja, das vor allem wollen wir es ja sowieso wegmachen ja, irgendwann okay. Wieder. Rennt! Er hat uns gefunden! Wir können natürlich auch irgendwas wie oben keinen Turm hin machen, irgendwie eine Treppe nach unten machen und keine Ahnung. Das ist klar. Wir ich können da oben auch ein fettes Gipfelkreuz machen. Damit wir eine gerade Ebene haben. Ich finde jetzt, glaube ich, cool, so wenn wir ein Gipfelkreuz auch machen. Auf diese Höhe, denke ich, genau. Achso, okay. Dann kein Gipfelkreuz. Ich denke, hier ist so ein so ein Turm. Oh, also ich werde dann erst. Mit der Macht des pinken Bettes, okay. Nein! Ich habe noch nie mit Remi, glaube ich, geredet. Mit Remi? Remi ist cool. Ja, ich habe noch nie mit ihm geredet, glaube ich. Weiß ich nicht. Auch noch nicht, aber. Nee, ich kann ja noch beide kommen, okay. In dem Projekt. Ihr müsst unbedingt mit Remi mal aufnehmen. Am Kami. Hier muss der Treppe runter. Ich weiß nicht, ob Remi überhaupt mit mir aufnehmen möchte. Bestimmt. Brauchen wir Schnee? Soll ich mit der Schaufel? Nee, ich glaube, wir brauchen keinen Schnee. Doch, wir brauchen Schnee. Um andere Leute abzuwerfen. Was überhaupt nichts macht. Ja, hat das nicht mal was doch, gemacht? Doch, das hat mal Schaden gemacht. Doch, es hat immer. Als zumindest Knockback hat es doch selber stark gegen Training mit Schneebel. Ja, Schneeballschlacht. Wir müssen nur sagen, dass es wieder Schaden macht. Genau. Ja. Das kann man, glaube ich, machen. Wir hätten gerne das wieder Schneebel. Vor allem eh nicht, Schnee wegzumachen, weil... Okay. Er sowieso neu kommt, ja. Ja. Sobald es regnet. Ja. Und damit war es das für den Part für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Part und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Beim nächsten Mal werden wir uns wahrscheinlich eine erste Mod von Noah anschauen, also von Halbzwilling, die in dem Projekt eingebaut wurde und vielleicht mit dem ersten Großprojekt starten. Mal schauen, wie viel wir in der nächsten Folge schaffen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.